Akademie der Fotografin Maricela Winsbuck. Maricela, alles gut? Wie geht's? Ja, gut, danke. Und dir? Gut, danke. Guten Tag. Ne? erzähl uns deine Geschichte. Ja, ich bin Fotografin. Ich fotografiere hauptsächlich Kinderbabys, Neugeborenen, auch Model, Geschäfte, Modegeschäft. Mit Designern bin ich ab und zu unterwegs. Ja. Und wer sind deine Kunden? Meine Kunden sind hauptsächlich Kinder, aber ich arbeite auch mit Agenturen, Models, Events. Ich versuche auch ein bisschen überall zu sein, wenn ich schaffe. Und du hast mit vielen berühmten Leuten gearbeitet. Mit welchen zum Beispiel? Ich habe schon Pressekonferenzen mit der Bürgermeister mal gemacht. Mit Marcel Ostertag machen wir jetzt auch Shootings. Samuel Sohebi, Daniel von Beuthen, Fußballspieler von FC Bayern. Ich habe schon auch mal die Kinder von Zerobert fotografiert. Christiana Hirma und. Wow, schon so viel, ne? Ja. Was sind die neuesten Trends, Maricela? In der Fotografie, meinst du? Ja. Meiner Meinung nach, es gibt keine. Ich glaube, jeder hat seine Bildsprache und jeder macht, was sie möchte. Manche meinen, entweder machst du nur Kinder oder machst du nur Mode, aber ich glaube, ich komme schon klar. Und wenn ich Mann mache, dann soll ich vielleicht das lassen. Aber momentan, ich finde, dass ich über alles, was ich mache, ist in Ordnung. Und in welchem Bereich bist du am meisten tätig? Ich bin am meisten momentan auch mit Kindern. Modeschau jetzt ab Juli auch, werde auch mit dem Marcel Ostertag auch unterwegs sein. Vielleicht auch im Winter auch Modeschau, werde ich auch dabei sein. Und am meisten jetzt mache ich Kinder Outdoor-Fotografie, bin ich auch mit Kindern und Schwanger sehr viel jetzt unterwegs, im Park, bei denen zu Hause. Und wo findet man dich? Hast du eine Internetseite? Ja, das habe ich und meine Internetseite ist www.maricela.com. Ja, liebe Leute, ich empfehle, weil ich schon selber ein Fotoshooting mit Maricela gemacht habe und es hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann noch einmal, Maricela, www.maricela.com. Okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne, bis zum nächsten Mal.